Ein sonniger Tag, der 17. September 2010. Das Geisenfelder Volksfest wartet auf seine offizielle Eröffnung. Das Riesenrad dreht seine letzten leeren Runden und die Geisterbahn wartet auf schreckhafte Kunden. Lose warten auf Gewinner, Gewehre auf zielsichere Schützen und Dosen auf ihre Abräumer. Kinder üben schon mal ein bisschen fester und Herzen warten auf die Liebste. Das Bierfass wartet auf das offizielle Anzapfen. Schweinshaxen und Händel erreichen schön langsam die Betriebstemperatur und die Steckerlfische stecken. Während die letzten Krüge gewaschen werden, zählen andere noch schnell ihre Händel und Biermarken. Und als die erste Fischsemmel verkauft wird, geht's endlich los. Begleitet von der Geisenfelder Stadtkapelle marschieren ein Königinnen und Prinzessinnen. Geisenfelds Bürgermeister, neben der unvermeidlichen Prominenz aus dem Bayerischen Landtag, der stellvertretende Landrat, Geisenfelds Stadträte und manche ihrer Kollegen aus den benachbarten Städten und Gemeinden. Und vor allem die Geisenfelder Vereine. Und während draußen vor dem Bierzelt der Großteil der Vereine noch aufmarschiert, bereitet sich im Bierzelt Geisenfelds Bürgermeister Christian Stauter auf sein professionelles Anzapfen vor. Erika, du brauchst immer was halt, gell? Brauchst du wieder was? Wir haben es halt mal hochgehoben, Alter. Also, jetzt aufpassen! Oh, 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 oh. Fängt schon gut auf! Ob Schweinshaxen oder gebrannte Mandeln, jeder kommt bis 21. September auf seine Kosten. Und keine Angst, ab jetzt schenken nur noch Profis aus. Das ist aber gut.